Hallo Leute, ich bin Lou und heute habe ich Bervonie Nummer 3 für euch. Ja, wir bleiben beim Single Barrel. Diesmal haben wir wieder einen Bourbon Cask, aber 15 Jahre alt, also 3 Jahre älter als sein Vorgänger. Ich finde, das äußert sich auch so ein ganz kleines bisschen in der Farbe. Ne? Hier ist der 12er, hier ist der 15er. Das ist ein First Fill Ex-Bourbon und hier steht nur Bourbon Cask drauf. Kann also auch ein Second Fill oder Third Fill sein. Also ich habe noch nie einen Fourth Fill gesehen. Habt ihr schon mal ein viertes Befüllen gesehen? Weil irgendwann gibt es fast dann einfach keinen großartigen Geschmack mehr. Dann müsste man das schon ausbrennen, toasten und na, damit es einfach auch wieder ein bisschen was abgibt. So, gestern war ich ja nicht ganz so begeistert. Schauen wir mal jetzt. Was mir noch eingefallen ist, im allerersten Video zur TAN 1509 habe ich ja gesagt, der erinnert mich vom Honig her total an einen anderen Single Malt aus der Space Height. Balvenie steht nämlich in der Space Height, in der Nähe vom berühmten Balvenie Castle. Wer hätte das gedacht? Oh, die Schotten sind immer so kreativ mit ihren Namen. Gestern der auch so ein bisschen so, hat mich so an den Verdünnten davon erinnert. Es handelt sich bei dieser Brennerei um Glenfiddich, weil Balvenie wurde 1892, schlagt mich, wenn ich die Zahl verhauen habe, gegründet, gebaut, erbaut, erschaffen von William Grant, der direkt daneben Glenfiddich gebaut hat. Also die beiden Brennereien gehören auch entsprechend ein bisschen zusammen von ihrer Historie her. Geschmacklich fand ich, waren sie sich durchaus in einigen Zügen ähnlich. Aber ich muss auch sagen, was die Space Height angeht, es ist schwer, dort Brennereien zu finden, die nicht direkt nebeneinander liegen, oder? Wie meint ihr? Der ist... Ich habe hier schon wieder mein Bobo-Eis von gestern. Süß und Kaugummi, aber nicht ganz so... Da ist noch mehr dabei, ne? Also das ist jetzt nicht nur süß. Ich weiß übrigens immer noch nicht, welche Frucht das ist. Vielleicht wisst ihr das ja. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Es könnte irgendwas Pfirsich oder so sein. Pfirsich? Pfirsich? Fragezeichen? Sag mal, wie findet ihr, wonach schmeckt Bum-Bum-Eis oder wenn ihr den Balvenie bereits kennt, was denkt ihr, ist da für eine Frucht drin? Hat auf jeden Fall, oder Birne? Birne ist halt wieder durch den, ne, von Glenfiddich kennt man ja die Birne und so. In Kombination mit dem Honig, also hier ist auf jeden Fall auch Honig wieder mit dabei. Mehr Honig als gestern. Noch ein bisschen mehr Holz wieder. Er geht schon wieder fast so in die Richtung von dem TAN 1509, von dem ersten. Nur, dass der Sherry dann halt fehlt, ne? Das Historische. Der ähnelt, finde ich, wirklich sehr so einem 12er Glenfiddich. Wirklich sehr. Der ist... sehr angenehm, super lecker, also wirklich toll, gefällt mir. Honig, angenehm, nicht zu intensiv, ein bisschen, naja, mancher würde es als weichgespült empfinden. Ist jetzt schwierig, ich trinke sonst ein bisschen die härteren, geschmacklich härteren Sachen. Deswegen, ich finde den jetzt... weich, mild, angenehm. Ich würde jetzt nicht weich gespült sagen, aber also er hat auf jeden Fall mehr Geschmack noch als der gestern. Holz ist dabei. Ja, Holz, Honig, angenehm, sehr ausbalanciert, sehr reif.
Ein technisch sehr guter Whisky. Ja, ein bisschen holzherb, ein bisschen aber auch dieses bisschen so Kellermuff, altes Holz ist auch mit dabei. Das gefällt mir wieder sehr gut, ne? Ich mag diese bitteren Holznoten nicht so, das mag ich wieder sehr. Ja, solide, aber am Ende irgendwie auch ein bisschen schnell weg wieder. Das ist ein bisschen schade. Sonst hätte ich gerne mehr Punkte gegeben. Aber der ist auch so bei 3 bis, ja, 3. Das sind wirklich auf jeden Fall 3 Punkte mit Pfeil nach oben, ne? Technisch, wie gesagt, ein super guter Whisky, schön ausbalanciert, angenehm mild, würde ich eigentlich auch jeden ins Glas füllen. Also der, ne, ist ein netter, schicker, toller Whisky. Knackpunkt für mich ist wieder einmal der Preis. Ich muss jetzt nochmal überlegen, aber es waren auf jeden Fall über 100 Euro, die ich so gesehen habe im Schnitt. Und dann überlege ich mir so, ja, dann kann ich mir auch einen 12er oder einen 15er Glenfiddich kaufen, der ungefähr die Hälfte oder ein Drittel davon kostet. Oder noch weniger. Und das ist so ein bisschen, das drückt so ein bisschen, dass es wieder so teuer ist. Ich finde es toll, ne, dass die hier so viel mit Fässern experimentieren und dass die sich da auch Mühe geben, immer mal was Neues und alles cool. Nur der Preis ist ein bisschen übertrieben, finde ich einfach. Vielleicht habt ihr dazu eine andere Meinung und sagt, ja, boah, Lu, bist du wahnsinnig, ne? Das ist hier der äußerste Shit und du hast einfach keinen Plan. Dann sagt mir das bitte. Dann weiß ich, was ich mir dort falsch vorstelle. Aber ich finde den jetzt nicht so, dass ich sage, ja, 130 Euro, sofort, take my money. Ne? Also, da finde ich, gibt es ähnliche, sehr ähnliche zu einem besseren Preis. Das war meine Bewertung vom dritten Balvenie. Single Barrel Bourbon Cask, 15 Jahre alt. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen zu Nummer 4 und bis dahin, Slanje. Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slanje war.